Ja, hallo zusammen. Heute bin ich nochmal hier im Windpark in Kleinwinternheim bzw. Mainz. Ja, die E103 dreht sich leider immer noch nicht. Ich war vor circa 4 bis 6 Wochen schon mal hier. Da stand sie auch schon. Aber immerhin steht sie jetzt im Wind. Die Windnachführung funktioniert auch schon. Aber sie dreht sich leider noch nicht. Bin ich mal gespannt, wie lange das noch dauert. Ja, aber warum ich eigentlich hier bin? Die G Cypress ist fertig, die neue. Krass. Da waren sie beim letzten Mal noch beim Turmbau. Und ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie die so schnell fertigstellen. Aber vergangene Woche haben sie fertig gemacht. Ne, diese Woche. Im Laufe dieser Woche müssen sie wohl fertiggestellt haben. Richtig krass. Und ja, von weitem schon ein richtig fetter Oschi. Vom Rotor sieht man es nochmal, echt nochmal einen Unterschied zur E141. E141 hat sich gerade abgestellt. Weiß auch nicht warum. Ja, jetzt ist die E141 nicht mehr, die E141 nicht mehr die größte im Park, sondern die G Cypress. Ja, und wegen der bin ich heute hier. Die will ich mir nämlich mal anschauen. Die hat nämlich ein neues Design. Quasi G Cypress 2.0. Da bin ich jetzt gespannt drauf. So, stehe jetzt hier nochmal unterhalb von der E103. Da hört man es jetzt schön, wie sie das Maschinenhaus dreht. Weiß nicht, ob man es erkennt. Aber man sollte es auf jeden Fall hören. Ja, absolutes Lieblingsblattdesign von Enercon. Echt cool. Ja, bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis sie endlich am Netz ist. Trudelt auch schon so ein bisschen. Also lange kann es nicht mehr dauern. Aber man weiß ja nie. Wenn ich an Biederbach denke, die standen ja fast ein ganzes Jahr. Aber da hat es auch was mit der Netztrasse zu tun. Nicht mit der eigentlichen Inbetriebnahme. Naja, lassen wir uns mal überraschen, wann sie endlich am Netz ist. ...297, da steht's. Gibt's gar nicht mal so oft. Und ja, jetzt hat Enercon sie leider komplett aus dem Portfolio gestrichen. Echt ein Jammer. Schöner Blick auf die anderen Anlagen. Die 115. Was echt Wahnsinn ist hier, also die Feldlerchen geben echt ihr Bestes. Also die geben hier echt ein richtiges Zwitscherkonzert. Richtig cool. Und jede Menge Feldhasen sind auch unterwegs. So, da ist es, das Cypress Monster. Wahnsinn, wie riesig die Anlage ist. Schon echt krass, also nochmal ein gutes Stück größer als die E141. Der Rotor ist echt krass. Muss ich mich gleich mal drunter stellen, mal auf mich wirken lassen. Im Prinzip eigentlich fast so groß wie der E160. Ja, was mich besonders freut natürlich, es ist nämlich eine G der zweiten Generation, Jeep Cypress 2.0. Und die hat ein neues Maschinenhausdesign. Gott sei Dank, muss ich sagen. Also das alte Design war ja an Hässlichkeit echt nicht zu übertreffen. Und da bin ich echt froh, dass sie das nochmal angepasst haben. Ja, sieht jetzt eigentlich relativ schlicht aus. 20 plus 0, weiß nicht, wer das ist, der Betreiber. Habe ich mir die ganze Zeit schon gewünscht, dass sie das eventuell noch umdesignen. Und ja, sie haben sich zum Glück zu Herzen genommen. Vielleicht haben sie so viel
Hate und Shaming bekommen für dieses hässliche Maschinenhaus, dass sie es echt nochmal angepasst haben. Aber generell haben sie die Anlage, glaube ich, halt nochmal überarbeitet. Ja, weil die ersten Anlagen halt so ein paar Kinderkrankheiten hatten. In Einölen zum Beispiel mussten sie ja auch irgendwas am Maschinenhaus komplett austauschen nach einem halben Jahr Betriebszeit. Also werden ihre Gründe gehabt haben und im Zuge dessen haben sie vielleicht auch nochmal das Maschinenhaus umdesignt. Ja, man sieht's, da liegen noch die Einzelteile des Krans. Also die Anlage wurde echt diese Woche erst fertiggestellt. Ich war letztes Wochenende auch schon mal in Mainz, da hatten sie gerade die Gondel oben und ja, diese Woche haben sie sie dann scheinbar fertiggestellt. Sehr cool. Ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall mal hinfahren und mich mal drunter stellen. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der Anlage. So ein Gigant. Echt Wahnsinn, diese Anlage. Und diese langen Latschen, ey, der Wahnsinn. Ja, hier sieht man jetzt richtig schön das neue Gondeldesign. Projektierer war hier Juvi. Die hat noch ein paar Bilder auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Also, ich muss echt sagen, das neue Maschinenhaus ist so viel besser. Also, das alte war ja echt an Hässlichkeit nicht zu übertreffen. Also, das war eigentlich, ja, zwangsläufig mussten sie das ändern, weil es einfach so abgrundtief hässlich war. Ja, und das neue ist jetzt relativ schlicht. Wenn man jetzt da noch einen Ringgenerator vorne dran machen würde, sieht es fast so aus wie die neue E160. Da sieht man auch schön die Blattteilung. Ein roter Strich sind ja so 6 Meter, also so bei 12 Metern ungefähr ist das Blatt geteilt. Verstehe ich dann aber auch nicht, warum dann hier oben die Zackenbänder aufhören. Keine Ahnung. Stimmt, aerodynamische Gründe. Schall. Weiß ich nicht genau. Ja, ich persönlich hätte mir eigentlich eher noch eine EP5 oder eine EP3 hier gewünscht, um noch die neue Enercon-Generation hier zu haben. Hätte besser gepasst, aber ja, das ist mal was anderes. Schon auch krass, die G. Gucken, was auf der Seriennummer steht. Also es ist eine 5.3 158. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht eine 5.5 ist, aber es ist eine 5. Ah, hier steht jetzt... Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob man das bei G ablesen kann. Hier steht 55, aber es ist definitiv eine 5.3. Hier ist halt scheinbar nur so eine Seriennummer und da kann man den Typ jetzt nicht erkennen. Schade. Ja, ich dachte nämlich, dass nur bei der 5.5 und bei der 6.0 jetzt das neue Maschinenhaus zum Einsatz kommt, aber ja, zum Glück jetzt auch bei der 5.3. Sehr schick. Ja, die Anlage steht ja auch schon im Wind. Windnachführung funktioniert auch schon und sie trudelt schon so ein bisschen. Also vielleicht geht die auch schon bald ins Netz. Mal gucken, wer schneller ist, die E103 oder die G Cypress. Ja, da liegen noch die ganzen Kranteile. Die werden jetzt so nach und nach abtransportiert. E141 steht leider immer noch. Aber ist echt der Wahnsinn, ey. Was das ein Zwitscherkonzert ist hier mit diesen ganzen Lärchen. Das ist echt richtig cool. Ja, es ist gerade geil. Schöne Abendsonne. Da werde ich auf jeden Fall auch mal noch mit der Drohne hoch. Ja, zum Abschluss nochmal ein schöner Blick auf den Park von der anderen Seite.
Jetzt ist die G im Vordergrund. Ja, Sonne ist so langsam am Untergehen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es jetzt eine Stunde länger hell ist. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich in die Dunkelheit gekommen. Ja, mit der Drohne war ich gerade eben auch oben. Ja, also schön ist was anderes, das Maschinenhaus von der G. Auf jeden Fall besser als das alte Maschinenhaus, das mal auf jeden Fall. Aber schön ist was anderes. Es ist halt wirklich, ja, einfach nur ein hässlicher Kasten. Aber da geht der Trend ja leider bei den meisten Herstellern hin. Ja, bin auch mal gespannt, ja, wie die G sich einfach so schlagen wird, also wie die Erfahrungswerte sind so in der Zukunft. Ich hoffe, G hat aus den Fehlern von der 2.5er, 2.75er gelernt. Gab jetzt schon ein paar Probleme. In Einölen zum Beispiel hat man das Getriebe tauschen müssen. An einer anderen Anlage ist es platt abgebrochen. Ich glaube, in Litauen ist eine komplett umgekippt. Aber ich meine, das ist ja bei anderen Herstellern auch schon passiert. Also da ist ein gewisser Anteil ist da mit Sicherheit irgendwie Kostendruck. Aber ja, ich habe halt irgendwie bei G immer so im Hinterkopf, dass die 2.5er, 2.75er so schlecht laufen. Naja, wir werden sehen. Ja, ich werde mich dann auf den Nachhauseweg machen. Noch eine weite Fahrt vor mir. Ich hoffe, es hat gefallen. Im Anschluss nochmal ein kleines Drohnenvideo. Da sieht man das Maschinenhaus nochmal besser aus der Nähe. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Halt die Ohren steif und bis bald.